Herzlich willkommen zu unserem kleinen Kurs, wo wir das Game of Life programmieren. Mein Name ist Frederik Weitz und dies gehört zu so einer Serie von Videos, die nenne ich im Untertitel Programmieren durch Mitprogrammieren. Die werden alle ihre eigene Playlist bekommen, sodass ihr immer sagen könnt, gut, ich möchte lieber mir das anschauen, ich möchte lieber das anschauen. So. Und wir befinden uns in der Programmiersprache Python, das heißt eine relativ leicht zu erlernende Programmiersprache. Falls ihr euch ein bisschen intensiver mit Python beschäftigen möchtet, ich habe zurzeit noch zwei Playlists, da kommt mit Sicherheit noch eine dritte dazu, zwei Playlists, einmal eine, in der ich vor allem Python und Pygame, das Spiele programmieren, wie macht man das, erkläre, und eine andere, in der ich das Programmieren von grafischen Benutzeroberflächen vorstelle. So, in diesem Kurs werden wir uns vor allem im Hintergründe kümmern, aber natürlich werden wir uns auch ein paar Sachen ansehen müssen. Wir müssen ja ein Fenster auf das Bildschirm, auf den Bildschirm bringen, und da werden wir uns mit Sicherheit auch, oder gerade in dieser Folge, uns das Programmieren von solchen Fenstern ansehen. So, das Game of Life. Wir werden es zweimal programmieren, einmal imperativ und einmal objektorientiert. Und hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, was wir hier machen, und hatte auch ein bisschen die Theorie erklärt. So, in diesem Video selbst werden wir anfangen, das Game of Life imperativ zu programmieren, und wir werden als allererstes, das werden wir in dieser Folge machen, ein Fenster definieren, wo wir die Schritte eingeben können, die wir, wie oft das also berechnet wird, dieses Feld. Dann die Größe des Feldes werden wir eingeben oder dafür einen Regler erstellen, und natürlich das Feld für die Pilzchen selber werden wir auch noch auf den Bildschirm bringen. Also das ist das, was wir in dieser Folge machen. So, und wir fangen gleich mal an. Ich habe mir ein Programmierfenster geöffnet oder so ein Fenster, in das ich mein Programm reinschreiben kann. Ich habe das genannt Game of Life Bindestrich Imperativ, und werdet ihr sehen, dass es dann irgendwann auch noch ein Game of Life objektorientiert gibt. So, als erstes muss ich mir ein paar Bibliotheken importieren, und ich importiere mir die tkinter-Bibliothek, die für die Benutzeroberflächen da ist. Und falls ihr wissen wollt, was das genau ist und wie man die programmiert, dazu gibt es eine andere Playlist von mir, GUI mit Python, und da informiere ich euch genau darüber. Und heute werde ich da aber ganz schnell einfach auch drüber gehen. Dann werden wir die Pilze per Zufall setzen, das heißt, wir brauchen die Zufallsfunktion, und später werden wir uns dann auch noch ein paar weitere Bibliotheken holen müssen. Aber das machen wir dann, wenn es Zeit dafür ist. So, als erstes müssen wir ein paar globale Variablen definieren. So, und da werden wir einmal xmax steht erstmal für die Feldgröße, also wie viel groß ist das Feld, auf dem die Pilze wachsen. Und das setze ich am Anfang auf 100. Das wird dann aber später über diesen Schieberegler eingestellt. Dann dmax, d steht für Durchmesser. Und das setze ich auf 5. Das heißt, so ein Kreis, der den Pilz abbildet, hat einen Durchmesser von 5 Pixeln. Auch das wird sich dann aber je nach Feldgröße verändern. Und dann brauchen wir zwei Felder, und da legen wir uns Listen von Listen an. Und das macht man so, indem man eine eckige Klammer auf und zu macht und darin nochmal eine eckige Klammer auf und zu reinsetzt. Das heißt, das ist eine Liste von Listen, das heißt ein zweidimensionales Feld. Pilzfeld ist gleich, upsala, Moment, Pilz lebt. Warum wir hier zwei Listen brauchen, erkläre ich euch später, wenn wir da hinkommen. So. Und das war's auch schon. Das ist das Erste, was wir brauchen.
Und jetzt können wir uns schon gleich da dran machen und können unser Grafikfenster setzen. So. Und das Grafikfenster sieht, also Grafikfenster. So, und als erstes muss ich mir ein Hauptfenster erstellen. Das wird mit dem Befehl TK gemacht. Das stammt aus TK Inter. Und falls ihr dazu genaueres wissen wollt, bitte zu meiner Playlist GUI mit Python gehen. Dort erkläre ich euch das genau. So, als nächstes möchte ich meine verschiedenen Fenster definieren. Und da mache ich als erstes einen Zähler ist gleich Entry. Und das wird mit dem Fenster, mit dem Hauptfenster verknüpft. Und ich möchte eine Breite von 10 Pixeln haben. Und ja, also jetzt mache ich hier mal einen Text dazu. Das habe ich, falls ihr das letzte Video gesehen habt, habe ich dort nicht gemacht. Aber einen Text, Anzahl der Pilze. Und das ist das Erste, was ich mache. Dann brauche ich eine Skala, so einen Schieberegler. Anzahl ist gleich Scale. Auch das wird für das Hauptfenster angezeigt. Dann möchte ich den Schieberegler von dem Wert 10 bis 100 haben. Moment, Entschuldigung. Tu ist gleich 100, Komma. Die Länge soll 200 Bildschirmpixel sein. Die Breite, ich mag das immer nicht so breit. Hier könnt ihr einen breiteren Wert eingeben, aber ich selber habe gerne so kleine Knöpfe. Die Breite von dem Knopf ist 8 Pixel. Und die Länge von dem Knopf ist auch 8 Pixel, damit er schön rechteckig ist. So, dann soll das in 5er Schritten abgefragt werden. Resolution ist gleich 5. So, der Wert soll auch angezeigt werden. Show value ist 1. Damit wird der Wert angezeigt. Und die Orientierung des Sliders soll horizontal sein. Na, horizontal. So horizontal oder horizontal ja eigentlich bitte alles groß schreiben, sonst macht ihr euch einen Fehler. So, das ist das Zweite, was wir brauchen. Und als Drittes brauchen wir ein Feld mit Pilzen. Ist gleich. Und da braucht man eine Canvas. So, und auch die gehört ins Fenster hinein. Und hier bitte jetzt ein bisschen aufpassen. Wir definieren uns die Breite und die Höhe abhängig von dem Wert x-max, also unserer Fensterbreite oder der Feldbreite und der Feldhöhe. Und das machen wir so. X-max mal d-max, also die Anzahl der Pilzchen eigentlich auf dem Feld. Mal Anzahl oder mal dem Durchmesser von den Pilzen, so dass wir also dann schließlich Anzahl der Pilze mal Durchmesser der Pilze die Breite bekommen. So plus 2. Dieses plus 2, das ist tatsächlich der Optik geschuldet, weil wenn man das nicht setzt, dann und das werden wir dann auch später noch mal sehen, wenn man das nicht setzt. Dann sind die Pilze so ein bisschen abgeschnitten am Rand und deshalb setzen wir die auf plus 2. Das ist also ein rein ästhetische Sache. Die Höhe genauso, y max diesmal aber mal d max
und auch plus 2. So. Dann brauchen wir eine Hintergrundfarbe. So, ich gehe mal in die nächste. Hintergrundfarbe ist gleich. Und die soll weiß sein. Ganz weiß. So, damit haben wir unsere Canvas erstellt. So, das ist das Erste, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir uns unsere ganzen Widgets, wie die heißen, also Entry, Scale und Canvas, die müssen wir uns jetzt noch platzieren. Und das machen wir folgendermaßen. Wir schreiben als allererstes Zähler.grid und wir machen das jetzt mit so einem Tabelle oder Raster. Und Grid ist hier Row gleich 0 und Column gleich 0. Und wir wollen das schön verbunden haben. So, einmal mit Westen, dann Süden und Norden. Und wenn man sagt Westen, Süden und Norden, dann meint der Computer oder dann sagen wir dem Computer, dass das an den linken Rand gerückt wird. Und Süden und Norden heißt in diesem Fall, es wird sowohl an den oberen als auch an den unteren Rand gerückt und dadurch auf die Breite von der Zelle ausgedehnt. Das heißt, oben und unten ist es tatsächlich genauso breit wie die Zelle. Und wenn man das nicht machen würde, dann würde das in der Mitte platziert werden. Dann sind so kleine Lücken zu sehen. So, das sind aber solche Sachen, die uns jetzt im Moment gar nicht interessieren. So, das könnt ihr in dem anderen Kurs eben GUI mit Python, da habe ich das genauer erklärt, warum man das macht. So, das ist jetzt aber erstmal so. So, dann platzieren wir uns den Slider Row auch in der 0. Reihe, aber in dem Column ist hier 1. Und auch hier mache ich Sticky und diesmal aber West und Ost, das heißt, das füllt die ganze Breite von der Column auf. So. Und als nächstes platzieren wir unser Feld mit Pilzen. Feld mit Pilzen. Keine Angst, dass ich habe jetzt hier ein extra langes Wort genommen, damit das schön deutlich ist, aber wir werden das nicht häufig tippen müssen. So, das wird jetzt in die erste Reihe gesetzt. So, die und das soll jetzt sozusagen die ganze Breite auch des Fensters einnehmen. So, und wenn ich Column Spawn nehme, dann setze ich hier rein, wie viele Zellen das in Anspruch nehmen soll oder wie viele Spalten das in Anspruch nehmen soll. Wir haben nur 2 Spalten, das heißt, ich nehme Column Spawn gleich 2 und dann wird das auch automatisch von der 0. Spalte ausberechnet, also hier der ersten so. Und das ist es schon gewesen. Jetzt muss ich nur noch mein Fenster auf den Bildschirm bringen und das machen wir mit Fenster.mainloop. So. Und damit haben wir unser Fenster, es macht allerdings noch gar nichts, programmiert. So, ich speichere das Ganze mal ab und zeige euch das so. Und das Ganze sieht jetzt so aus, ein bisschen größer als unser Bildschirm jetzt hier hergibt. Aber so unten passiert auch nicht mehr viel. Und ich habe hier meinen Text. Und warum ich jetzt hier meinen Text nicht habe, weiß ich gerade nicht, aber das zeige ich euch dann im nächsten Mal. So, ich denke, mal gucken, was ich da gemacht habe. Gut, okay, das war es jetzt erstmal für dieses Mal. Ich denke, es ist auch eine ganze Menge gewesen für ein kurzes Video. Und beim nächsten Mal werden wir dann anfangen, uns die Pilze auf das Feld zu setzen. Erstmal ganz zufällig und dann später weitergehen mit der Berechnung von den Feldern. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch.
So, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.